Ja, lol. Keine Angst, ich nehme mal ein paar Sachen hier unterwegs. Ja. Ah, da kommt langsam, ja. Interessant, dass die Polizei auch Lowriders hat. Wer hat Danilo Sachen jetzt genommen? Ja, ich. Der zweitbeste Freund von Danilo. Ich hab mal eine Frage. Na, ist off. Ah, das sind 200. Okay. Mal aufnehmen die ganze Sache, Junge. Jetzt habe ich nichts. Habe ich nicht das einzelne. Ich habe gesagt, ich würde immer noch Verstärkung. Doch, es wird immer noch Verstärkung nötig. Wir machen doch nichts, wir sind ja anständige ich Leute. Ich habe das gesagt. So, ich werde sie beiden einmal vorläufig in die Anstelle legen. Sind sie beide irgendwie bewaffnet, haben spitze Gegenstände bei sich oder irgendwelche anderen illegalen Substanzen, an die ich mich verletzen könnte? Wir haben beide eine Waffe dabei. Eine Handfeuerwaffe, aber wir haben einen Waffenschein dafür. Ja. Also nichts Illegales. Können Sie mir erklären, warum mein Radar genau Ihr Fahrzeug in der Tankstelle aufgegriffen hat und dann Sie aus dem Tankstellenausfahrt rausgefahren sind Richtung Landmark, genau in dem Moment, wo die Tankstelle Raub begonnen hat? Keine Ahnung, da war jemand an der Tankstelle, aber wir waren das nicht. Wir wollten uns Häuser kaufen, aber ich weiß nicht, ob man hier oben welche kaufen kann. Häuser wollten Sie sich kaufen? Ja, wir müssen ja erstmal hier alles abchecken, weil wir sind noch nicht so lange hier. Ich bin gerade mal 4 Tage auf dem Server hier. Auf dem was sind Sie? Sind ja gerade mal 4 Tage auf dem Server, gerade mal hier. Auf dem Server? Sind Sie, denken Sie, wir leben hier in der Matrix? Nein. Naja, man weiß schon, wie ich es meine. In Lakeside. In Lakeside, ja. Wir sind erst 4 Tage eingewandert. 4 Tage erst eingewandert, ja. Ja, so korrekt. Oh, bei gehackt. Uiuiui. Aufschwimmen! Boah, was ist denn hier los? Die Tür geht nicht auf. Komm her, Funk. Ja, das fragen wir uns auch gerade. Ja, wer sind denn Sie, sag mal? Jo. Bernd Zimmermann. Schrecken Sie mich auch nicht so. Cool. Und Sie? Ich bin der Hans Berger. Der Hans Berger. Ja, moin. Guten Tag. Tag. Und warum haben Sie die Hände hoch? Ich kann nicht bewegen. Ja, weil wir hier verhaftet worden sind. Oh, wer konnte denn das sagen? Wir hätten angeblich irgendwas ausgeraubt. Ja, der Hans-Berg ist auf der Bahnhof. Oh je, meine. Ja, dann abführen, ne? Aber jetzt kommt die Verstärkung. Jetzt kommt die Verstärkung. Alles weg. Ja. Ach du grüne Neune, wie viele Sterne sind denn da drauf? 1, 2, was sind das Blümchen? Das sind Blümchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blümchen. Und du hast? Ich hab. Eine Blümchen. Moment, ich muss noch Pulsch messen. Wird's aber Zeit, dass du mal ein paar Blümchen. Also, wir haben hier Herrn Berger und Herrn Ringer. Die Blümchen, die muss man nicht haben. Bernd Zimmermann. Zimmermann. Ja, ich verstehe. Finger auf die Pulsader und dann pulsen. Ah, ja, ja. Herr Berger, so schön auf der Fahndung bist du noch drauf, wegen Behinderung eines Fahrzeugs, sowie Falschparken. Ich hab Kopfschmerzen. Was ist das, Herr Selfmade, wenn ich da höre?
Um 10 Glas Wasser Geld einstecken. Ja, Kano, das bin ich. Ich hab sie auch gerufen. Bitte? Um 10 Glas Wasser Geld einstecken. Ich hab Red Bull so, dabei. So, ich werde sie beinahe vorläufig mitnehmen und verhören, wegen der Tankstellensache. Wasser oder Tee? Haben Sie Ihr Fahrzeug abgeschlossen? Moment. Oder gleich eine Spritze. Ich denke mal schon. Alles klar, okay. Positiv. Oh, jetzt bin ich aber ausgerutscht. Entschuldigung. Mann! Okay, ich gebe ihn jetzt einfach hier. So, ich lese einmal Ihre Rechte vor. Sie haben das Recht zu schweigen, einfach sagen kann und wird nicht verwendet werden. Sie haben das Recht, zu Ihrer Vernehmung Anwalt hinzuziehen. Sollten Sie sich keinen Leistung verwilligen, einmal gestellt. Sollte keiner im Lande sein, verfällt das Recht. Haben Sie direkt verstanden? Was ist das FBI, wenn man die braucht? Ja, die haben wir verstanden. Okay, hier, dass er mich geschlagen hat, haben sie nicht gesehen, ne? Zeig auf den Finger mit. Und der hat mir wehgetan. Ich höre meine genau mitbekommen. Hallo. Der Schlag kam von dem. Ja, der kommt da. Hallo, sind Sie da? Hallo. Bitte. Ich Anzeige. Deine Lovert. Hallo. Weil ich sag's mal so, wenn ich den jetzt festnehmen würde, würde ich mich selbst wahrscheinlich über den Haufen schießen. Ist tot? Nein. Herr Danny, meine Kollegen kann ich da nicht viel machen. Die Zahl ist 5 zu 1, glaube ich. Ja. Denke ich mir auch. Du bist doch irgendwie eine Kuh, weißt du doch eigentlich. So, jetzt. Herr Dennis, bleiben Sie mal liegen, okay? Danke, Lukas. Ich weiß, deswegen, ja. Ich brauche Schmerztabletten. Haben wir hier den. Haben Sie ein Glas Wasser einstecken? Wasser? Der hat was ganz anderes abstecken. Ich brauche Schmerztabletten. Also, ich glaube, das Wasser ist auf jeden Fall nicht gegeben. Also, by the way, ne? Sie sind ja nicht was. Ich sitze in meinem Fahrzeug. Hallo. Man hört es ganz schlecht. Ich habe meine Effekte schon ganz auf leise gedreht, aber hier ist es ziemlich laut. Versteh sie kaum. Herr Selfmade? Ja. Soll ich mich auch noch um die Zivilisten hier kümmern? Brauchen die noch was? Glaub, brauchen Sie ernsthaft Unterstützung? Ja, ich? Ja, Sie. Nö. Wir sind nicht fertig. Also mir geht's gut. Mir geht's in gut. Im Auto geht's auch gut? Ja, alles bestens noch. Gut, okay. Ja, hier muss man ja jetzt mal einen Landeplatz suchen. Alles Wald, ohne Landstraßen. Ja, wir haben wieder ab, denn. Ja, auch in gerne. Weil das ist ein bisschen... Nee. Der Stelle war mit dem Helikopter einsteigen, wenn er hier ist. Tschüss, ciao, tschüss, ciao, ciao, tschüss, ciao, tschüss. Ja. Mitnehmen oder was irgendwie die Waffe machen? Einfach mit ihrer Waffe weg. Kannst du ihn noch angucken. Was waren Sie denn da rum, also? Haben Sie irgendwas gefunden? Soll ich auch reinsteigen oder was? Er hat abgeschlossen, das Zelt möchte am abgeschlossen. Sheriff? Ist nicht abgeschlossen. Sheriff? Ja. Soll der Wagen mitgenommen werden oder? Bitte in der Garage, bitte in der Garage. Oh, da sind wir ja weit gekommen. Ah, oh, da gibt Anzeige, das gibt's ja nicht. Anzeige machen, ich bin verletzt worden von einem Beamten. Was für ein Einsatz. Ich bin verletzt worden. Werden Sie was mit dem Helikopter reparieren? Jo, verständlich.
Aber wir Kollege repariert schon. Das ist Amtsmissbrauch. Wenn ich jetzt mal fragen darf, Herr Polizist? Alter. Ja, FBI, das Auto mitnehmen, oder? Ja, das Auto, das könnt ihr abschleppen. Okay. Polizist, wenn ich mal fragen darf, was hat Ihr Kollege da gerade eben gemacht? Eigentlich? Ja. Schlimmer ist, dass ich gerade nicht sehe, weil ich kein Nachtsichtgerät dabei habe. Kollege? Kommen Sie mal ins Licht hier. Ja, mach ich so. Gucken Sie mal, da ist ein Mann mit einer Waffe. Wo sind Sie denn? Ja. Ah, da. Ist ja, ja. Die brauchen einen schönen Flug enthaupt, wie es nachts ist, wie es hier. Wenn wir einen. Hast gehört, da brauchen wir Nachtsicht, wie sie. Ja, hab ich schon gehört. Naja. Haben wir alles drauf, Freunde. Mach mal nackig. Wo sind denn mit dem Wagen hier? Wieder abgeschlossen. Ah, ne. Wollen wir uns nackig machen? Ich will gerade. Ist ja auch scheiße hier, ey. Erstmal, jetzt müssen wir noch kurz warten. Dann bin ich gerade so blöd dafür. Okay, könnt ihr fliegen? Wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Okay. Doch, der Kollege hat nur auf mich gewartet. Sehr vorbildlich von ihm. Wir haben dann erlaubt, sie nach Hubkommen. Du sitzt von vorne drin oder was? Hier Waffe wegstecken. Jupp. Ja. Da kommen Sie bitte mit. Aber erst einmal, wer ist hier der Herr. Herr Berger? Das bin ich, links von Ihnen. Ja, gut. Sie stehen auf der Fahndungsliste wegen Behinderung eines Fahrzeugs vor uns, die falsch parken. Dafür müssen erstmal ein Ticket leider geben. Können Sie sich daran entsinnen, woran das liegen könnte? Also das mit dem Fahrzeugspawn, ja, das kann ich. Und zwar folgendes, das Fahrzeug war der Tank leer und ich wusste nicht, dass ich das einparken kann. Ja, ganz einfach. Natürlich kann das einparken. Ja, das wusste ich nicht. Das Problem ist, dass andere Leute das nicht mehr ausparken können. Ja, das ist richtig. So, hier kann man 24.000 für, muss ich Ihnen ausstellen. Einmal links unterschreiben bitte. Danach kommen wir zum eigentlichen Grund. Da haben wir beiden Tankstellen überhaupt vorgeworfen, an der Landmarkt-Tankstelle. Erbeutet wurden 15.000. Ich werde mal bei Ihnen beiden eine Bargeldüberprüfung durchführen, wie viel Bargeld Sie dabei haben. Wir möchten ab jetzt einen Anwalt. Einen Anwalt? Sie haben ein Telefonat, rufen Sie einen an. Haben Sie ein Handy? Negativ. Haben Sie ein Handy? Negativ. Wir möchten einen gestellt bekommen. Ein gestellt bekommen? Na, aber hallo. Haben Sie nicht genug Geld, oder was? Richtig. Guck mal, ob ein lizenzierter Anwalt im Lande ist. Da muss ich leider sagen, dass aktuell kein lizenzierter Anwalt im Lande ist. Demnach empfällt das Recht. Gut, dann verteidigen wir uns selbst. Okay. Und zwar, wir bitten, dass die Anklage fallen gelassen wird.
aus folgendem Grund. Sie haben uns verhaftet und haben ein Flugobjekt oder von mir aus ein Hubschrauber geflogen in der Nacht ohne Nachtsichtgerät, haben dabei uns verletzt, weil, keine Ahnung, sie nicht dadurch fliegen konnten, haben den Hubschrauber beschädigt. Ich habe jetzt noch Schmerzen und habe Blut verloren. Danke, ich auch, das Gleiche. Soll ich mal einen Medic dazu rufen, der sie mal untersucht? Bitte, als Beweis, bitte. Ja, ich rufe jetzt einen Medic hier hinzu. Ja, können Sie machen. Das angucken wird. Ja, mir geht's doch genauso. Ich war ja vorher gesund. Du hast mal was essen. So, dennoch können wir jetzt schon mal weitermachen hier. Ich werde Sie einmal abtasten, ob Sie Bargeld dabei haben, Wert von 15.000. Demnach ist so ist die Summe, die beim Bankraub entwendet wurde. Entschuldigung, beim Tankstellenraub. Also heißt das, die Anklage wird jetzt erstmal nicht fallen gelassen? Ich werde erstmal die Beweise hier prüfen. Haben Sie Bargeld dabei im Wert von 15.000? Ich habe mehr dabei. Lächerliche 2.000. 2.000 haben Sie dabei? 2.000. Will ich einmal überprüfen, warten Sie bitte mal. Und war zerquetschte. 2.335. Das scheint soweit in Ordnung zu sein, alles klar. So, ich werde einmal bei Ihnen gucken. Haben Sie Bargeld dabei? Jupp. Wie viel? 28.000. Warum schleppen Sie so viel Geld mit sich rum? Ja, weil ich mir nicht wusste, wie teuer die Waffe ist und wie teuer die Lizenz ist. Alles klar. Das einmal überprüfen. Warum bewegen Sie gerade Ihre Lippen, wenn Sie nicht sprechen? Keine Ahnung. Das ist garantiert ein Bug. War letztens bei meinem Kumpel auch. Der hat auch nicht mehr geredet, hat Lippen bewegt. Was ist das, ein Bug? Das ist ein Bug, bitte. Der hat bestimmt einen trockenen Mund. Oder so, wie auch immer. Achso, okay, ja. Immer diese Jugendsprache hier. Die alternative Sprache hier. Gar nicht. Wir warten einmal auf den Medic. Die Medics sind auf dem Weg jetzt. Mhm. Alles klar. Wir würden gern Ihren Vorgesetzten sprechen. Mein eigener Vorgesetzter, tut mir leider leid. Wieso sagen Sie die ganze Zeit von wegen wir? Wenn Sie doch die Aussagen machen, sich mit Ihrem Kollegen kein bisschen kommunizieren. Weil Sie die ganze Zeit wir. Sind Sie der Vertreter auch von ihm oder was? Richtig. Achso, ja, nee, dann möchte ich aber auch gerne nochmal die Einwilligung von dem Herrn da drüben hören. Ist richtig. Kann ruhig reden, hat voll recht. Ja, also wie gesagt, wir wollen im Vorgesetzten sprechen. Ja, dann muss ich leider enttäuschen, weil ich bin mein eigener Vorgesetzter. Sie kriegen aktuell keine höheren als mich. Sie kriegen nur den Herrn Daniels, aber den werde ich garantiert nicht wegen Ihnen jetzt hierher rufen. Der ist bei der State Police gerade unterwegs. Ich frage Sie jetzt mal, warum fliegen Sie in der Nacht ohne Nachtsichtgerät? Beschädigen Ihren Helikopter, fügen uns Schmerzen zu, Blutverlust, ja, mein Blutdruck, sowas möchte ich gar nicht. Haben Sie zu Filme geguckt? Ich muss auch kein Nachtsichtgerät tragen, wenn ich im Helikopter fliege. Ich habe da drin eine Wärmebildkamera, Bildschirme und Instrumente, die mich leiten. Moment. Ich glaube, das ist bei Ihnen, glaube ich, Pflicht, glaube ich, Da liegen Sie leider falsch. Glaube ich nicht.
Uah. Hallo. Guten Tag, Arcano, ich persönlich. Ja, gut. Sogar mein Chef mitgebracht. Ja, wunderbar. Herr Kano, diese beiden Herren hier, hinter ihnen überhaupt die beiden Zivilisten, dass sie bluten würden, sowie starke Schmerzen hätten. Würden Sie das einmal überprüfen? Ja, kann ich gerne tun. Ich gehe davon aus, dass Sie ihr Schmerzensgeld erpressen wollen. Von daher gucken Sie mal gründlich nach, ob die Herren flunkern oder ob sie wirklich Schmerzen haben. Also der rechte Herr weist Schmerzen auf. Ja. Kann ich ihm mal was geben für... Ja, beim Linken ebenfalls. Na, sehen Sie. Keine offenen Wunden feststellen. Noch nicht. Ich taste den Herrn ja auch nochmal ab. Wollen auch Sie ein Spritzchen dagegen haben? Ja, alles in Ordnung. Können wir machen. Sonst. Na dann. Also hatte nur Kopfschmerzen, ist das korrekt? Ja. Okay. Wenn Sie mir mal Ihren Bluten war, oder ähnliches. Den rechten am besten. Okay. Allerdings kommt es manchmal vor, dass kleine Wunden etwas? Durch Bandagen zugehen. Ja, alles klar. Also kann schon sein, dass der Herr eine Blutung hatte, aber... Was für Schmerzen handelt es sich denn? Das kann ich nicht definieren, ob er Kopfschmerzen hat oder Wundenschmerzen. Also ich kann nur sagen, ich habe beides. Ich habe mit Sicherheit eine Gehirnerschütterung und die Wunde, die Platzwunde tut auch weh. Ja, das ist alles okay. Aber auch nur schwach, würde ich sagen. Ihre Werte gehen wieder hoch. Ja. Stabilisieren sich wieder. Kein Problem. Ja, danke noch... fürs Verarzten. Wir werden dann erstmal durch. Ja. Werden wir noch benötigt? Ne, sie werden nicht mehr weiter benötigt, dankeschön. Mal gleich und weiter düsen. Tschüss. Wiedersehen. Vorsicht, Alter, die fahren irgendwie gestört. Da kommt noch einer. So. Also jedenfalls die Sache ist so, wie wir es vorhin schon geschildert haben, oder ich beziehungsweise, wir waren oben beim Landmarkt und sind rausgefahren, haben zwar jemanden an der Tankstelle gesehen, aber wir haben mit dem Überfall nichts zu tun, absolut gar nichts. Wir haben sie gesehen. Ja, woher soll ich das wissen, wer das war? Ich guck doch nicht, wer da rumturnt. Haben Sie ein Fahrzeug gesehen? Negativ, Fahrzeug stand keins da. Wer würde auch sein Fahrzeug an den Tankstelle stellen und würde es dann überfallen, wo jeder dann das Kennzeichen sieht? Bisschen unlogisch. Wäre genauso unlogisch für uns, wenn wir eine Tankstelle überfallen und fahren dann schön gemütlich mit dem Fahrzeug dort weg. Das wäre ein bisschen dumm. Alles klar, okay. So, meine Herren, dann trage ich Sie jetzt in die Akten ein hier und dann können Sie erstmal vorläufig gehen. Sollte noch was sein, melde ich mich bei Ihnen. Also sind wir jetzt praktisch vorbestraft, oder wie ist das zu sehen? Wir sind jetzt erstmal aktenkundig. Okay. Also sollten wir nochmal in der Nähe der Tankstelle erwischt werden, wenn die Öl ausgeraubt wird, können Sie davon ausgehen, dass wir sie einbuchten werden, wahrscheinlich.
Okay, da können wir zwar dann auch nichts dafür, wenn wir da zufällig vorbeifahren oder so, aber... Also da ja. Zufällig sind sie da rausgefahren, waren zufällig das einzigste Fahrzeug, was da war. Und sind zufällig beide bewaffnet und sie haben so viel Geld dabei, wie in der Tankstellkasse drin war. Da sind die neuen, da sind die neuen. Ich war alleine, ja. Ja. Wollen sie mich jetzt hier herausfordern oder was? Was ich hier kann und was nicht? Ich kann sie auch ganz inoffiziell hier einfach ins Bett nehmen und den Knast einsperren. Keiner müsste davon wissen. Die reißen sich mal zusammen hier. Also Amtsmissbrauch praktisch. Ja, das mache mach ich gerne. Bei Leuten, die mich ja, gegenüber. Weil sie das höchste Organ so, sind, oder wie? Ich würde die Chance ergreifen, dass ich sie jetzt hier freilasse. Dann würde ich ganz schnell zweimal Kugelende runtergehen. Also überlege ich mir vielleicht nochmal anders. Ja gut, dann werden wir gehen, wenn sie uns freilassen. Wie lang bleibt das aktenkundig? Bis zum nächsten Sonnenuntergang. Lena, Alter. Okay. Gut, dann auf Wiedersehen. Adios. Auf Wiedersehen. Wo ist hier der Ausgang? Genau, geradeaus, kann die Lust vorgehen. Alles klar. Morgen wird wieder schlimm. So, dann müssen wir uns jetzt mal. Ist hier unser Auto hier? Nee. Ah, toll. Naja, komm mal mit. Jo. So, bin wieder da. Hat er einen Namen gesagt? Nee, ne? Nee, wir hätten aber nach seiner Nummer fragen können, die er hat. Ja, eigentlich muss er uns seinen Ausweis und so einen Scheiß zeigen. Ja, wir werden den auf jeden Fall anzeigen. Wir müssen jetzt nur mal überlegen. Wir holen uns jetzt erstmal das Fahrzeug wieder und dann laberst du immer noch die ganze Zeit Dauer. Und dann tun wir uns halt ganz einfach mal zu irgendeinem Polizeiquartier bewegen. Nicht hier. Bei der State Police und dann werden wir ihn halt anzeigen, ganz einfach. Yep. Ja, was ich sagen wollte, das war gestern bei dir auch. Da hast du die ganze Zeit gelabert, gestern. Ja, ist ein Bug. Geredet. Weil du sagst zu dem, das ist ein Bug, das verstehen die nicht, weil das ist real life. Ich weiß. Ja, aber. Ja. Haben es schon in dem Moment verstanden. Ja, freilich haben sie es verstanden, aber. Deswegen habe ich dann gesagt, ihr müsst den Mund trocken und dann haben sie halt nichts weiter gesagt. Die wissen das schon. Na, los, machen wir mal das Auto. Der hat doch gesagt, aktenkundig bis zum nächsten Sonnenuntergang. Das ist der Server, hieß dort. So, hier ist eine Garage und. Ach, hier ist doch das Ding. Nur sinnlose Kosten hier wegen den Spasten, ey. Ja, wie ihr seht, Freunde, hier sind eure Gamesockers. Es geht ein sonniger Tag mal wieder bei Arma Live zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Sagen wir schon mal eure Gamesockers. Schaltet mal wieder rein. Willst du irgendwas sagen, Bernd? Hans? Nee, Bernd, ich will nichts sagen. Na gut, Hansi. Ich hab keine Lust mehr. Dann einen wunderschönen Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.